Hallo, da sind wir wieder. So, ich bin ja gerade in den Einstellungen und es gab auch wieder Updates. Und zwar wollte ich jetzt gerne mal auf Normal mit euch spielen. Und ging ein erstmal, um zu schauen, wie der überhaupt ist. Und das kam in den neuen Update. Und zwar kann man jetzt einstellen, wie man gewinnen soll. Also Vorherrschaft, Weisheit, Handel, Ruhm oder Map Special. Map Special sind die, ja, diese Kreaturen, die man entweder, oder diese Gebiete, die man halten muss. Wie zum Beispiel, ich glaube, in der letzten Folge waren es diese, na, wie hießen sie? Na, diese Tiere, die da aus diesem Tor rauskamen. Jetzt komme ich gerade echt nicht auf den Namen. Der ist ja auch nicht so schlimm. Ich entscheide mich einmal hier für Vorherrschaft und würde einmal loslegen. Welchen Clan nehmen wir denn diesmal? Heidrun hat man letztes Mal. Das war jetzt nicht schlecht. Aber ich würde es auch gerne mal mit dem anderen. Der Wolfsclan, der gefällt mir ja auch. Der ja sowieso mehr so auf Krieger ist und die militärischen Einheiten verzehren ja auch 30% weniger Nahrung und gewähren Zufriedenheit. Das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Das heißt, da könnten wir uns eine schöne Armee aufbauen. Und unsere Leute wären zufrieden. Ja. Starten wir mal, wa? Ups. Ich denke mal, jetzt werden wir uns auch mal ein bisschen beeilen müssen mit dem Bauen und alles. Und wir brauchen einen Holzfäller. Wir brauchen ein Häusele. Und was haben wir hier noch? Und ein Speerlager. So. Können Sie ja mal alle drei schön fröhlich bauen. Geh mal ganz stark davon aus, dass auf normal wird es denn doch schon ein wenig anspruchsvoller. Das Einfache, das war ja einmal zum Testen, das war, fand ich, ein bisschen zu einfach. Auch gegen Zweier, das war keine große Herausforderung, würde ich sagen. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. So, das Speerlager ist da. Du wirst gleich mein Speer. So, macht mal hin, meine lieben Freunde. Du wirst auch gleich ein Speer und du wirst ein Holzfäller. Jetzt machen wir zwar Minusnahrung, aber ich hoffe, der kommt gleich raus und sammelt ein bisschen Nahrung wieder ein. Ich hoffe, das war jetzt gut, oder? Jetzt haben wir keine Nahrung. Du brauchst mehr Nahrung und zu viel. Ah, das ist gerade nicht gut. Anfang schon verkackt. Wir werden bitte ein Bauer. Ah, so geht das. Gut, alles klar. Wieder hier rauf schicken. Oh, ich habe letztes Mal doch gerätselt, wo, wie das ging. Da wir ja Schmiede hatten, beziehungsweise Bergleute hatten, die einfach nicht wirklich mehr gebraucht wurden. Ah, gut, dass wir das rausgekriegt haben. Na gut, dann arbeiten wir erstmal mit einem Speer. Ist ja auch nicht so schlimm. So, ein Holzfäller haben wir. 20 Nahrung. Gut, Zufriedenheit geht auch wieder nach oben. Ich bin dann überlegen, wie viel können wir hier bauen? Eins können wir noch bauen. Eine Heilerhütte brauchen wir jetzt nicht am Anfang. Ich würde gerne noch ein Häusele bauen. Gut, gut, gut. Ich weiß jetzt nicht so richtig. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen an den Ton gearbeitet, dass ich auch ein wenig lauter rüberkomme. Weil ich habe das Problem echt schon eine ganze Weile, dass ich immer wieder zu leise bin, beziehungsweise der Spielsound einfach zu laut ist und die Regler sind permanent alle auf, ja, volle Leistung. Und trotzdem bin ich sehr leise. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen was geändert, habe auch noch mal ein bisschen was gefunden, bin auch, denke ich mal, soweit zufrieden damit schon. So, du kannst Holz hacken. Unser Spiel hat neue Gebiete. Und ich hoffe, das klappt. Es gefällt euch hoffentlich. Wenn nicht, schreibt es mir gerne noch mal in den Kommentaren rein, wenn es wirklich noch ein bisschen lauter sein sollte. Ich möchte aber auch ungern ins Mikrofon reinbrüllen, weil
Irgendwann werden sich die Nachbarn dann wahrscheinlich auch schon beschweren. Gut. So. Dann arbeitet man fleißig, meine Freunde. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Nahrung. Wir wollen unbedingt dieses Land hier, weil das ist ein ertragsreiches Land und da können wir erstmal die erste, das erste Feld bauen. So, wie weit ist er denn? Alles klar. Zu erweitern, ja, weiß ich. Wir brauchen aber noch zwei Nahrung. Einen noch. Sammelt! Das starten wir auch sofort. Ja. Dann bauen wir da auch gleich was hin für Nahrung. So, ein Feld. Können wir uns auch leisten? Ja, können wir. So, du baust gleich mal. Als nächstes würde ich schon das Ausbildungslager gerne haben. Wir bräuchten irgendwie noch eine, auf der Karte irgendwie noch eine Holzquelle. Das wäre nicht schlecht. Eigentlich müssen wir mal gucken, wo wir denn überhaupt angreifbar sind. Hier sind ja Felsen. Das sieht jetzt so aus, als wenn das jetzt hier nicht lang gehen würde. Weil dann würden wir uns einfach da eine Armee hinstellen und das wäre unser Gebiet erstmal gesichert. Wir können uns erstmal dann auch ganz in Ruhe aufbauen. So, wie weit bist du? Gleich fertig, okay. So, unser Speer ist ja auch fröhlich dabei. Ich finde den Spielzaun gerade noch ein bisschen laut. Ich werde den noch mal ein bisschen runterschrauben. So, zurück zum Spiel. Ich denke mal, das wird jetzt vielleicht besser sein. Gut. Rein mit dir und du auch. Zwei Gebäude können wir hier noch bauen. Bevölkerung sieht auch erstmal gut aus. Wir sparen jetzt einmal auf Holz und Silo noch nicht. Wir könnten einen Handelsposten. Ja, da bringt uns noch nicht viel. Auf jeden Fall das. Immer eine kleine Armee haben, um uns zu verteidigen. Das ist schon nicht verkehrt. So, aufwerten kann ich ja erst, wenn ich das hier aufgewertet habe. Dafür braucht man Steine. Wo haben wir denn hier Steine? Hier unten in dem Gebiet. Das heißt, wir müssen erst die Wölfe zerstören. Und dann die beiden. Okay, alles klar. Was? Ach, ein Wolf. Na gut, den sollten sie, glaube ich, hinkriegen. So, kann ich hier schon was aussehen? Nee. Ach, Waffenschmied habe ich automatisch mit drin. Wir halten mehr Krüms durch feindliche Tötungen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich glaube, Handeln. Gute Handeln. Ja, doch, können wir auch machen. Alles klar. So, was haben wir hier? Hier ist ein Schiffswrack. Und sonst? Nee, sonst gibt es nichts. Okay, wenn ich baue mal hier noch eine Heilerhütte rein. Ja doch, das könnten wir machen, wenn wir die Rohstoffe haben wir noch nicht. Okay, jetzt haben wir sie. So. Dorfbewohner, werde mal bitte ein. Und du auch. Haben wir schon mal zwei Krieger. So. Er wird den Heiler. Geht euren. Ja, alles klar. Mit Rechtsklick. Zwei Wölfe haben wir noch. Wir wollen Richtung Steine. Ja, ja, schon ziemlich angekratzt. Mal schauen. Kämpft, meine Freunde. Super. So, haben wir schon Nahrung. Haben wir schon. Ja, der Winter steht kurz davor. Dann werden wir die Nahrung mal aufheben. Bleibt mal beide hier. Was machst du? Gerade gar nichts, doch. Gut. Du wirst ein Heiler, damit alle mal geheilt werden.
Gut. So, er heilt immer noch automatisch. Ja, macht er. Prima. So, jetzt müssen wir mal den Winter irgendwie abwarten. Wegen Nahrung und Holz und... Ich würde es ja gerne einnehmen, aber der Winter steht kurz davor. Ja, wir lassen unsere Krieger nochmal heilen und dann marschieren wir hier runter. Jetzt sind es schon 4. Gerade waren noch 2 hier drin. Alles klar. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nochmal auch einen Krieger brauchen. Das Gebiet ist voll, das Gebiet ist voll. Ja, wir müssen das dann unbedingt einnehmen. Nützt ja alles nichts. Oh, der Winter kommt. Was machen wir? Minus 3. Okay. Gemeindehaus, Gebäudeinstandhaltung, okay. Also wir brauchen unbedingt einen Händler. Das nützt ja alles nichts. Oh, hier haben wir, in dem Gebiet haben wir Eisen. Und in welchem Gebiet ist denn das? Ach doch, ist das Gebiet Wald. Okay, alles klar. Also das können wir auch gut gebrauchen, für Holz, aber ich würde gerne echt erstmal die Steine haben wollen. Hier oben sind auch nochmal Steine und das sogar nicht wenig. Könnten wir uns natürlich auch nach oben verbreitern. Wir haben Holz, Steine. Ich glaube, das machen wir auch. Liebe Kollegen, kommt doch mal hier rein und macht die Beinwölfe kalt. Dann wird das halt das erste Gebiet. Doch, die haben auch Eisen, Eisen, Holz und Stein. Eigentlich alles das, was wir brauchen. Ist irgendwer untätig? Der Heiler, warum bist du untätig? So, gut, das war der erste Wissensstand. Was? Einer ist gestorben? Nein! So, der Winter ist auch gleich vorbei. Wir machen das. Komm mal hier rein, bitte. So, als allererstes das Holzfällerlager. Dann kann das hier theoretisch auch wieder weg. So, Kollege, mach mal bitte. Wie viel kann man insgesamt bauen? 3. Okay. Und hier können wir dann auch noch ein Bergwerk, das machen wir auch gleich. Ist jetzt die Frage. Ich würde auch gerne die Heilerhütte hier reinstellen. Und hier ein Silo reinstellen später. Für das Feld hier, weil dann gibt es nämlich nochmal ein bisschen mehr Nahrung. Ja, wenn ich das glaube richtig in Erinnerung habe. Genau, 10% erhöht. Alles klar. Gut, und meine Holzfäller, die können auch gleich... Holzfäller, bitte dahin. Holzfäller, bitte dahin. Dieses Gebäude werden wir denn auch gleich... Ja, unser Speer wurde verletzt, okay. Verletzt heißt ja nicht schlecht gut. Ah, so, schön. So ist das gut. Welches Gebäude war teurer? 60 Holz? 80 Holz. Okay, dann werden wir die Heilerhütte darum umbauen. Gut, und du baust auch gleich mal ein bisschen Eisen ab. Wie viel ist denn da drin? 25. Okay, alles klar. Das geht mir ehrlich gesagt noch nicht schnell genug. Das ist mein Problem gerade. So, die Heilerhütte. So, jetzt können wir. Baut er wer? Ja, macht er. Super. Dann zerstören wir das hier gleich wieder. Du kannst schon mal hier hingehen. Gut.
Steine, das heißt, wir brauchen ja das Gebiet E. Da ist ein Braunbär drin. Wir brauchen noch mehr Krieger. Wir haben keine Kreuz mehr. Und ein Erbgame steht bevor. Wo ist denn mein... Da ist er. Kollege? Ach, ich kann das ja schon... untersuchen. Ja. Gut, jetzt sind wir ein bisschen gerade in der Zwickemühle. Ja gut, mach deinen Job. reparieren, so. Ja, ich weiß, ich habe keine Kröns. Das weiß ich. So, der Heiler, der macht wieder was. Gut, alles klar. Ja, aber ein Krieger wird das nicht schaffen gegen den Bär hier. Ich kann es ja mal probieren, aber ich glaube es eher nicht. Nee, das wird wohl nichts. Regeneriert der sein Leben auch wieder? Sieht gerade nicht so aus. Okay. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen gerade in der Zwickmühle. Das gefällt mir nicht so richtig. Handelsposten. Ja, komm, bauen wir hier einen hin. Okay. Komm mal her. Handel mal. Das können wir noch machen, um jetzt Krön zu kriegen. Die brauchen wir, um Krieger auszubilden. Jetzt ist... Überlegen. Wie viel machen wir denn? Minus 1. Ja, aktive Händler bringt uns auch noch nicht viel. Wir brauchen dieses Gebiet, das nützt ja alles irgendwo nichts. Das heißt, wir müssen diesen Bären hier auf jeden Fall loswerden. Und wir dürfen auf keinen Fall den Krieger verlieren. Das wirft nur ein wenig zurück. Das gefällt mir gar nicht. Was ist das? Und so viele Clanmitglieder. Okay. Wir brauchen Militäreinheiten. Kann ich eigentlich auch sagen, zwei Dorfbewohner, kommt mal hierher bitte. Das war jetzt auch nicht so die schöne Art. Ich kann auch nicht sagen, greift an, ne? Okay. Das ist auch nicht gut. Plus 1. Yay, nur weil ein Händler ist? Ach, das ist schön. Kann ich jetzt eigentlich auch sagen, komm, pass auf, ich mach mal zwei draus. So, unser Baulimit ist auch schon wieder erreicht. Wir können keine zusätzlichen Dorfbewohner mehr holen. Ach, der Start ist nicht gut. Aber wir machen schon mal plus 3, das ist sehr gut. Ja, ich weiß, unzufrieden. Was können wir jetzt machen, um... Holzfäller produzieren. Mein Holz ist auch. Wir machen Handel. Wir lernen den Handel. Wir haben aber noch keine Handelsrouten, ne? Ne, haben wir nicht. Okay, aber wir machen jetzt hier plus 5. Das heißt, wir können hier bei Krieger nochmal einen Krieger ausbilden. Und dann holen wir uns das Gebiet hier. Wir können auch drei Gebäude dann errichten. Das ist gut. Macht Maschine! So! Zufriedenheit auf Null, alles klar. Dann los, Kollegen. Versucht mal den Bären hier kalt zu machen. Egal mit welchen Mitteln. So, du musst überleben.
bisschen taktisch vorgehen. Super. Besiedeln wir auch gleich. Wo ist denn eigentlich unser Speer? Da hinten. Alles klar. Kannst du mal nicht ganz schnell ein Speer werden? Super. Untersuch doch mal bitte das. Euch heile ich denn später. Das Gebiet habe ich. So, ein Häusele. Bau doch mal bitte. Was brauchen wir noch? Gibt es hier sonst noch was in dem Gebiet? Nein, sonst nicht. Alles klar, ein Ausbildungslager. Ja, könnten wir. Eine Heilerhütte haben wir. Wir bauen einfach nochmal ein Ausbildungslager hier hin. So, jetzt habe ich keinen Heiler mehr. Wir haben mal bitte einen Heiler. So, reparieren wir das schnell. Ach, dieses Erdbeben. So, reparieren.